Zweimal habe ich jetzt ein Interview gegeben. Weshalb? Das war während dem Drag Slam Online Competition, so als es gerade lief, für zwei regionale Zeitungen bei mir zu Hause. Ach nee, die cool. Hatten davon mitgekriegt und wollten mich dann dementsprechend interviewen. Fand ich recht aufregend. Also es war sowas komplett Neues. Also du bist jetzt Nummer 3. Du hast ja auch gerade den Online Drag Slam angesprochen. Ja. Den hast du ja gewonnen. Ja. Wie hast du das geschafft? Weil du hast ja vorher verloren. Ja, beim ersten oder beim Drag Slam am 7. März bin ich Zweite geworden, wo ich aber auch sagen muss, dass ich da sehr happy drüber war. Also auch im zweiten Platz, das war mein allererster Auftritt jemals und dafür finde ich, ist das doch schon ganz gut. Und beim Drag Slam Online, gut, das ist halt ein ganz anderes Medium, was man da benutzen kann. Man hat da ganz andere Möglichkeiten. Wir konnten halt eben schneiden, Lieder zusammenschneiden, ein bisschen mehr Effekte mit reinbringen. Da hat mir die Phoebe Ferguson dabei geholfen, wofür ich auch echt dankbar bin, dass sie auch so viel Energie da reingesteckt hat, um meine Vorstellung Realität werden zu lassen. Und ja, ich hatte so einen kleinen Ass im Ärmel, weswegen da so viele Likes auch zusammengekommen sind. Du hast Likes gekauft. Natürlich habe ich Likes gekauft. Nein. Ich arbeite bei der Lufthansa als Flugbegleiter und wir haben da so eine Riesengruppe und ich habe einfach das Video da mal reingestellt und gesagt so, ich würde mich freuen, wenn euch das Video gefällt und ihr mir ein Like dahinter lassen würdet. Ich wollte dich eigentlich fragen, ob du dich denn von dem normalen Drag Slam zum Online Drag Slam irgendwie verbessert hast, aber nee, du hast einfach nur mit sehr vielen Menschen geschlafen. Genau. Ja, so kann man es auch machen. Ja, ein bisschen verbessert, Make-up-technisch schon seit dem Drag Slam. Wie lange war das dazwischen vom echten bis zum Live-Drag-Slam? 4 Wochen. Vier Wochen? 3 oder 4 Wochen, ja. Und in der Zeit hast du dich verbessert? Ja, ich habe mich da halt eben davor sehr viel geschminkt. Ich habe die Quarantäne- und Isolationszeit dafür benutzt, dass ich an meinem Make-up übe. Und ich würde sagen, ich sehe nicht mehr aus wie eine Anfängerin, aber da ist noch viel Potenzial. ich kommentiere das erstmal nicht. Was ist anders, wenn man es eben bei so einem Live-Drag-Slam macht, ja, im Vergleich zu einem echten? Naja gut, was auch eine Herausforderung war, man performt während dem Videoaufnehmen und da ist einfach keiner, der einem zujubelt. Mhm. Sondern ganz im Gegenteil, da ist die Phoebe dahin und sagt, da muss noch mehr, da muss noch mehr. Das war so ein bisschen, nee. Also die Phoebe kann auch nüchtern pöbeln. Ja, das stimmt, ja. Aber nur zum Guten, sie hat mich da eher so in meinen Grenzen gedrängt, was auch gut war. Und was für sie wahrscheinlich unangenehmer war als für mich, war, dass sie gesagt hat, sing echt mit. Mhm. Damit das halt eben bei dem Lip-Sync oder in dem Video halt eben besser rüberkommt. Und ich bin jetzt nicht die tollste Sängerin, aber ja, das war halt eben auch so aus der Komfortzone rauskommen, das war schon was Neues. Also. Ja, das ist ungewohnt, sehr ungewohnt. Seit wann machst du Drag? Ja, also das erste Mal in Drag war ich im Februar 2018. Da hat meine Drag-Mama mich das, oder ja gut, man nennt ja die Person, die dich zum ersten Mal in Drag gesteckt hat, deine Drag-Mama, das bei mir Ryan Stecken. Ich habe schon immer gesagt so, oh Ryan, das ist so cool. Und ich so, ja dann mach doch mal. Und sie wohnt ja in Berlin und ist öfters mal bei mir und schläft dann auch bei mir. Und dann hat sie ihr ganzes Zeugs mitgenommen und hat dann gesagt, jetzt machen wir das doch mal. Und dann hat sie mich gefragt, so soll ich's machen oder soll ich dir sagen, was du machen sollst? Und ich so, ja komm, ich probier's mal selber, du sagst mir, was ich machen soll. Es sah katastrophal aus. Aber hat sich ja nicht verändert. Mensch. Das war dann im Februar 2018 und dann war ich zum CSD 2018 in Frankfurt, das erste Mal so wirklich außerhalb meiner 4 Wänden in Drag. Hab dann ein Jahr lang nichts gemacht, dann war ich wieder auf dem CSD 2019 wieder in Drag und so richtig ernst genommen habe ich das für mich. Und deswegen sage ich immer so, das ist meine ursprüngliche Geburt, ist so November, also Diva Deluxe 2019. Genau, ich habe mich nämlich gewundert, als du eben gesagt hast, wie lange du schon machst, dachte ich, nee, das erste Mal habe ich dich gesehen, ich weiß nicht wann, mit Electra Payne im Luckys, war es jetzt eben noch nicht das zwei war im Jahre das her. Das war aber im Oktober 2019 ungefähr, da war ich mit ihr dort und ja, das war so das dritte oder vierte Mal für mich, wo ich mich geschminkt habe und das war in dem Moment eher so Spaß. Mittlerweile ist das wirklich zu einem richtigen Hobby und ein Teil von mir geworden. Also Robin ist jetzt wirklich ein Teil von Devin geworden irgendwie. Ich habe jetzt ein Dragzimmer zu Hause und mache jetzt viel mehr. Und es macht, also da würde ich noch nicht sagen, dass ich wirklich Drag gemacht habe. Das war eher so ein
Elektra hatte gefragt, hast du Bock, dich bei mir zu schminken? Wir können dann noch rausgehen und so. Und ich dachte mir so, ach ja, why not? Das ist sonst nichts anderes zu tun. Und mittlerweile ist das aber, ja, doch mehr für mich. Ja, ich habe auch gedacht, wer ist das? Wer ist da auf einmal mit Elektra im... aber es sah auch sehr nach Spaß aus. Also ich habe gelacht. Wir sind ja jetzt hier bei der Candy. Ja. Ist dann die nächste Kamera an, dann bist du nämlich mit ihr live. Ja. Hast du sowas schon öfter gemacht oder ist es das erste Mal? Also auf Twitch und mit der Candy live war ich noch nicht so wirklich. Wir waren einmal ganz kurz so irgendwie für 5 Minuten oder sowas mal live gewesen auf Instagram. Aber so richtig live, wie wir es jetzt heute haben, war ich mit der Candy leider noch nicht. Und ich freue mich mega darauf, mit ihr live zu gehen. Das wird bestimmt, wir haben ja auch ganz witzige Sachen uns überlegt und das wird auch ein interessantes Thema. Wir reden nämlich über Korea und Japan, weil ich auch so Japan-affin bin und ich liebe dieses Land und ich spreche auch die Sprache. Und wir wollen was hören. Watashi wa Robin des. Das heißt? Ich bin Robin. Aber ansonsten war ich während dieser Isolationszeit war ich ein paar Mal online. Da war ich mal mit Phoebe online 2-3 Mal. Und mit Jazz war ich online nach dem Finale vom Online-Drag-Slam. Und dann war ich auch mal so online, so live. Aber auf Twitch noch nie und mit Candy noch nie. Und deswegen freue ich mich wahnsinnig drauf. Sehr cool. Gell, Schatzi? Was stehen denn für Projekte sonst noch bei dir an? An sich noch nichts. Nichts, was mir jetzt gerade einfällt. Ich meine, es ist jetzt auch gerade schwer, ne? Ich meine, man kann ja auch nichts definitiv fest sagen, was jetzt noch in der Zukunft so passiert. Ich meine, jetzt wäre ja auch, dieses Wochenende wäre welches Tag gewesen? Wir hätten jetzt irgendwann mal CSD gehabt. Es ist jetzt so einiges, was jetzt gewesen wäre, wo man hätte was machen können, aber... Also das nächste, was ansteht, ist dann wahrscheinlich die Performance beim Drag Slam All-Stars. Aber wenn ihr irgendwas vorhabt, called me. Instagram, robin_d_show. Wie lange möchtest du denn noch Drag machen? Wie lange willst du uns das noch zumuten? Also, wer ist mit Beehren gewesen, dann weiß ich nicht. Aber mit Zumuten bis zum Tode. Willst du irgendwie noch grüßen? Oder hallo verachten. Mama. Oder anprangern? Nein. Ja, cool. Dann bedanke ich mich, dass du da warst. Ich danke.